Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man unter Fedora mit ButterRFS Timeshift installiert und auch einen Snapshot anfertigen kann. Zuerst muss ich aber in der Live-Umgebung die Tastatur einrichten. Warum das Ganze nicht funktioniert, weiß ich nicht beim Installer. Muss ich hier erstmal Deutsch hinzufügen und die englische Tastatur löschen. Dann klicken wir auf Install. Sprache Deutsch hat er erkannt. Klicken auf Fortfahren. Jetzt bekomme ich einen Warnhinweis. Ich habe mir hier Fedora 36, die Beta-Version, genommen, in der ich das Ganze ausprobieren möchte. Jetzt kommt hier zwar die deutsche Tastatur auswählen, aber aus irgendwelchen Gründen hat das nie richtig funktioniert. Jetzt haben wir beim Anpassen der Festplatte verschiedene Möglichkeiten. Auf keinen Fall so lassen, so wird Timeshift nie eine Partition finden, auf der er ein Snapshot ablegt. Die einfachere Möglichkeit ist vermutlich angepasst. Wir können hier auch erweitert machen. Ich klicke jetzt einfach mal auf erweitert, dann auf fertig. Jetzt sehen wir unsere Festplatte, klicken auf Plus, Partition lassen wir. Erste erstelle ich eine EFI-Partition mit Megabyte und da gehen wir auf einfach mal 500. Unter Label nennen wir das Ganze einfach EFI. Der Mount Point ist boot/EFI. Klicken auf OK. Dann wählen wir Free Space aus, klicken auf Plus, wählen das ButterRFS Volumen aus. Name vergeben wir jetzt einfach mal Fedora. Hier kann drin stehen, was ihr möchtet. Klicken auf Fedora oder auf das erstellte Volumen. Auf das Plus. Hier können wir nichts mehr auswählen, sondern unter Name ein Add. Dann einmal Slash für die Root-Partition. Klicken wieder auf Plus. Unter Name Add Home, Mount Point ist Slash Home. Und jetzt könnten wir noch weitere anlegen für Subvolumes, ja, je nach Lust und Laune. Ich belasse es jetzt mal, klicke auf Fertig. Hier bekommen wir eine Zusammenfassung von der Partitionierung. Klicken auf Änderung übernehmen und auf Installation. So, die Installation ist beendet. Klicken wir auf Abschließen und starten unseren Rechner neu. Dann müssen wir die Einrichtung durchgehen. Mache ich jetzt ganz schnell. Überspringen, brauchen einen Benutzernamen. Passwort. Und starten. Die Einführung überspringen wir jetzt. Dann öffnen wir mal unser Terminal. So, das Terminal mal ein bisschen größer. Dann ziehen wir uns zuerst mal die FSTAP an. Mit /etc/fstab. Und jetzt haben wir unsere Partition, die wir erstellt haben. Das Subvolumen mit Add als Root, die EFI-Partition und die Home-Partition. Jetzt sehen wir schon, die Auslagerungsdatei wird komprimiert. Das Ganze ist schon mal sehr gut. Dann installieren wir uns Timeshift mit sudo dnf install Timeshift, vergeben wieder unser Passwort, bestätigen das Ganze mit Ja und Timeshift wird installiert. Dann können wir Timeshift schon starten, vergeben wieder unser Passwort,
Schnappschuss-Typ wählen, Butter RFS. Die Platte ist ausgewählt. Weiter, hier können wir eben auswählen, wie oft wir Schnappschüsse erstellen wollen. Die Group aktivieren empfohlen lassen wir, klicken auf Beenden und erstellen unseren ersten Schnappschuss. Also war sehr schnell, einfach. Wir müssen nur bei der Partition auswählen, Root benennen als Add und vor der Home-Partition ebenfalls ein Add stellen. Und so können wir mit Timeshift und der Fedora Schnappschüsse erstellen und auch dann wieder herstellen. Vielen Dank fürs Zusehen.